Das Bayerische Gesundheitsministerium traf sich zusammen mit 83 Bündnispartnern zur gemeinsamen Unterzeichnung des Präventionsplanes. Dieser wurde in ressortübergreifenden Arbeitsgruppen mit allen Mitgliedern der Landesarbeitsgemeinschaft entwickelt und abgestimmt. Im Bayerischen Präventionsplan geht es vor allem um folgende vier Handlungsfelder: gesundes Aufwachsen in Familie, Kindertageseinrichtungen und Schule, Gesundheitskompetenz in der Arbeitswelt und betriebliche Präventionskultur, gesundes Altern im selbstbestimmten Lebensumfeld und als Querschnittsthema über alle Bereiche hinweg die gesundheitliche Chancengleichheit. Ziel ist es, die Prävention in verschiedenen Lebenswelten wie in Kindertagesstätten, Schulen, Betrieben und Pflegeeinrichtungen zu stärken. Das spielt für die bayerische Gesundheitsministerin Hummel eine besonders große Rolle. Sie möchte bestmögliche Gesundheit für alle Bürger im Freistaat. Mir ist es sehr wichtig, dass wir bei dem Thema Prävention möglichst viele Menschen erreichen. Prävention, Gesundheitsförderung, dass also jeder Einzelne auch erkennt, dass er für seine eigene Gesundheit etwas tun kann. Und deswegen brauchen wir aber auch viele, die mitmachen. Daher ein Bündnis für Prävention und ein Präventionsplan. Dieses haben die Ministerin und die Bündnispartner nicht nur auf Urkunden unterzeichnet, sondern auch auf einem großen Banner. Alphabetisch geordnet konnten hier die Partner ihre Unterschrift unter den Bayerischen Präventionsplan setzen. Für den Schutz und die Förderung der Gesundheit in Bayern.